So mein großes Ziel, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber ich will Milliardär werden. Also ich sag mal, vom Gerüstbauer zum Multimillionär habe ich ja schon mal geschafft. The champ is here. Hey, this is my shit right here. This shit is crazy. Ich habe mich natürlich nicht lumpen lassen und euch wieder einen Champion als Gast in diese phänomenale Podcast-Reihe reingeholt. Und den Mann, den wir heute hier haben, ist für mich ein wahrer Champion, weil er es geschafft hat, mit sehr, sehr, sehr wenig, aber viel Geduld etwas aufzubauen, das weltweit bekannt ist mittlerweile und am Wachsen ist und am Wachsen ist. Und heute geht es um eine, ja, was soll ich sagen, eine geile Fashion-Marke, wohinter natürlich immer jemand steckt, der überhaupt sowas aufgebaut hat. Und ich bin sehr froh, dass wir heute den Leandro Lopez als Gast bei uns haben. Ein Mann, der sehr, sehr viele Leute schon dazu bewegt hat, seine Marke nach außen zu tragen. Wer es nicht kennt, kann gerne mal nachgucken. Leute wie Ronaldinho, Ribéry, Jason Derulo, Floyd Mayweather. Nennt mir alle Namen, die ihr nennen wollt. Alle haben diese Marke schon getragen und Werbung gemacht. Und heute haben wir diesen Herrn bei uns im Haus. Vielen Dank, dass du gekommen bist, Leandro. Freut mich sehr. Danke für die Einladung auf jeden Fall. Ist immer schön, wieder hier zu sein bei dir im Büro. Allein die geile Aussicht, die man hier hat. Hinter mir der Burj Khalifa, vorne sehe ich das Meer. Ist natürlich immer wieder ein Highlight. Also allein das lohnt sich schon, dich zu besuchen und dein Büro zu sehen. Danke dir. Vielleicht fangen wir direkt so an und du sagst mal vielleicht was dazu, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben. Wie du gesagt hast, bist du nicht zum ersten Mal hier. Vielleicht ein paar Worte dazu. Und dann würde ich gerne mal einfach zu deiner Person gehen und mal so in die Vergangenheit, wie alles gestartet hat. Ja, also du wurdest uns empfohlen von einem guten Geschäftspartner. Der hat sehr positiv über dich gesprochen. Ja, und dann haben wir dich, ich glaube, vor über ein Jahr oder schon. Ja. Das, ja oder ein Jahr schon mittlerweile. Ja, ungefähr haben wir dich hier besucht, kennengelernt. Ich bin natürlich immer einer, der erstmal, weil ich dich nicht kannte, ich habe dich natürlich, glaube ich, stundenlang ausgefragt, auch steuerliche Sachen. Und ich habe gemerkt, dass du auf jeden Fall sehr, sehr fit bist. Auch nicht nur was Legal Part Dubai angeht, sondern auch international. Und das hat mir sehr gefallen. Danke dir. Das stimmt. Du hast mich sehr krass ausgefragt. Du bist auch ein sehr skeptischer Mensch. Also das kann ich schon mal sagen. Du bist jemand, der sehr krass analysiert und intensive Fragen stellt. Aber so eine Leute sind mir lieber, weil so Menschen wie du, wenn man dann irgendwann aufeinander kommt, dann hat man... Du bist einer einfach, der vorher alle Karten auf dem Tisch haben will und dann ist das Eis gebrochen und dann hat man auch eine gute Connection. Ja, skeptisch kann man nicht unbedingt sagen, aber ich sag mal so, wenn man auf Champions oder wenn man in der Champions League spielen will, dann will man auch nur mit Champions zusammenarbeiten und ich muss ja natürlich feststellen, ob du auch in der Liga spielst, deswegen auch die ganze Frage. Sehr gut gesagt, stimmt, hast du recht. Gebe ich dir recht, 100%. Dann kommen wir schon direkt zu der ersten Frage, nämlich zu der Frage: Ein Champion wird ja nicht geboren, sondern ein Champion wird gemacht. Und mich würde interessieren, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, damals eine Fashion-Brand wie Leandro Lopez, wie du sie jetzt hast, ist ja auch dein eigener Name, aufzubauen. Gab es einen Moment in deinem Leben, wo du einfach im Bett lagst und gesagt hast, ey, ich muss Kohle machen, wie kann ich Kohle machen mit Fashion? Oder was ist der Hintergrund dieser phänomenalen Erfolgsgeschichte? Ja. Im Endeffekt, klar, jeder will Kohle machen, also der Nein sagt, dann wahrscheinlich stimmt irgendwas nicht mit den Menschen, wenn er sagt, er braucht kein Geld. Und ich habe mir einfach nur Gedanken gemacht, was kann ich machen, und unser Familienhintergrund ist ja Schuhproduktion, also mein Opa hat 1962 schon eine eigene Schuhfabrik gehabt in Portugal, die meinen Onkel, Tanten immer noch weiter betreiben, das heißt, die Verbindung nach Portugal war immer da und ich habe mit 13 irgendwo schon angefangen, so ein bisschen Schuhe bei meinem Onkel produzieren zu lassen, die habe ich auf dem Schulhof verkauft. So ist das Ganze entstanden. Ich habe natürlich dann irgendwo eine Ausbildung angefangen, habe einen Job mir gesucht. Damals habe ich geguckt, so, wo kannst du am meisten Geld verdienen, weil ich wusste, ich brauche erstmal Geld, um irgendwie Startkapital zu haben, damit ich später so irgendwann mein eigenes Business aufbauen kann. Und habe mich dann auf den Bau für Gerüstbau entschieden. Das war der bestbezahlte Job damals, so, den man direkt jetzt ohne Studium oder so etc. anfangen kann. Und das habe ich dann 3 Jahre, glaube ich, gemacht oder 2,5 Jahre und so langsam dann in die Selbstständigkeit. Krass, du hast also mit Gerüstbau sozusagen deine ersten Taler verdient. Genau. Vorher ein bisschen gehasselt, ein paar Schuhe verkauft. Genau. Ne? Ja, das habe ich nebenbei immer noch weitergemacht, also mit den Schuhen. Naja, aber du musst ja irgendwie einen festen Job haben. Allein wenn du irgendwie einen Kredit mal haben willst für ein Haus, dann gehört das ja dazu. Du kannst ja nicht sagen, ich verkaufe schwarze Schuhe irgendwo so nebenbei. Ja, wenn man jung ist, geht das. Aber ab einem gewissen Alter, natürlich muss man eine gewisse Bahn finden. Das heißt, du hast eigentlich ja schon sehr früh damit angefangen, dieser Ambition nachzugehen. Du sagst, dein
In deiner Familie, habt ihr schon angefangen mit Schuhen? Wo war das, in Deutschland oder wo war in das? In Portugal. Ich bin ja gebürtiger Portugiese. Okay. Ich bin mit 6 Jahren nach Deutschland gekommen, also 93 sind meine Eltern ausgewandert. Okay, das heißt, in Portugal habt ihr sozusagen schon eine Tradition, ja. Okay, Tradition gehabt. Aber das waren wahrscheinlich nicht die Schuhe, die du heute rausbringst. Ja, also ich sag mal so, mein Onkel hat schon für Givenchy, für, ja, ich will jetzt die Marken, ich mache ja Werbung jetzt für die, ja, besser nicht alle nennen, aber schon in dem Segment, okay, schon für die produziert. Aber auch früher hat man viel so Mokassins und so, das war in Portugal sehr bekannt. Weiß nicht, ob du auch kennst, die so vorne so Nähte mit Hand. Ja, genau, oder Business-Schuhe, das war sehr stark, das haben die viel gemacht. Und so die letzten Jahre ist fast nur noch Sneaker. Also sind sehr viele hochpreisige Brands, die in Portugal produzieren. Okay, krass, wusste ich nicht. Und wie alt warst du gewesen, als du dann dich selbstständig gemacht hast? Du hast ja gesagt, du hast erstmal Gerüstbau gemacht. Wie alt warst du da? Da war ich also nebenbei 19, da war ich noch so selbstständig oder Kleingewerbe. Und mit 21 bin ich in die Vollselbstständigkeit gegangen. 21, okay. Jetzt ist es natürlich so, du sagst, deine Schuhmarke ist ja nicht günstig. Ich meine, mittlerweile macht ihr auch Klamotten, aber so ein Schuh, soweit ich das jetzt weiß, ist ja irgendwo 300, 400, 500 Euro kostet Schuh schon bei euch. Hast du von Anfang an mit so einem Preis angefangen oder hast du erstmal einen niedrigen Preis genommen und dich dann quasi hochgearbeitet mit deinen Preisen? Wir haben mit 170 Euro angefangen, den ersten Schuh. Okay. Also etwas natürlich günstiger, es war wahrscheinlich der halbe Preis von jetzt. Aber es war damals schon, jetzt Inflation, wir kennen das Thema ja, schon nicht günstig. Aber mein Prinzip ist halt so, wie Rolex ähnlich das macht, dass man so alle paar Jahre die Preise anhebt. 8-10% und so langsam irgendwann sind wir auch dann auf dem Level von Gucci etc. Okay. Was mich interessiert und was, glaube ich, auch viele Leute da draußen interessieren, ist eine Sache, die ich immer wieder höre, dass Leute sagen, ja, ich hab eine super Idee, ich habe eine geile Idee, ich habe eine krasse Vision, aber mir fehlt das Kapital, um das zu machen. So. Und gerade bei Fashion, ja, haben die Leute dann ja, eine Blockade, weil sie einfach sagen, ich brauche mehr Kohle, um überhaupt ein Business zu starten. Egal, was es ist. Ja, ich brauche erstmal 100.000 Euro, um irgendwas zu machen. Ich sage immer, das ist Bullshit, weil als erstes bist du sowieso immer dein eigenes Kapital. Das heißt, du bist derjenige, der das Kapital macht. Der Mann macht das Geld und nicht Geld macht den Mann. Also bist du dafür verantwortlich, Gas zu geben und Lösungen zu finden. Und Kapital ist immer eine Sache, die schafft man dann irgendwann, wenn man einen Weg gefunden hat, wie dieses Business funktionieren kann. Und mich würde interessieren, mit wie viel Kapital hast du diese Brand gestartet? Ja, also zum einen muss ich sagen, Kapital, also ich bringe meinen Kindern bei, dass deren größtes Kapital ist das, was sie im Kopf haben. Das ist so, was ich meinen Kindern beibringe, weil daraus halt, oder mit dem Wissen kannst du halt Geld 100%. Oder Assets dann dir erschaffen. Aber ich weiß, was du meinst, Kapital jetzt geldmäßig, meinst du wahrscheinlich, wie viel ich hatte. Also damals, wo wir die Brand gegründet haben, 11.000 Euro oder 11.500 Euro, glaube ich, waren das nur. Damit haben wir die ersten Schuhe produziert. Das hat gerade so für die Produktion gereicht. Ja, also nicht viel. Und bis heute haben wir uns noch nicht fremdfinanziert. Also hast du mit 11.500 Euro gestartet, 2018 sozusagen. Genau. Okay. Was ja wieder ein Beweis dafür ist, ja, heute seid ihr im achtstelligen Bereich, macht achtstellige Umsätze, ja, ist wieder ein Beweis dafür, dass du brauchst keine Hunderttausende von Euros, um irgendwas zu starten, sondern du brauchst, wie du auch schon gesagt hast, dein Kapital ist das, was hier drin ist in deinem Schädel und die Fähigkeit, die du hast, die dir niemand nehmen kann. Weil richtig. Geld kann man dir nehmen, von heute auf morgen kann dein Geld weg sein, aber das, was hier drin ist, das bleibt immer da und damit kannst du immer was bewegen. Und deswegen war es mir sehr wichtig zu wissen, ich habe es mir schon gedacht, ja, aber einfach mal auch mal von dir zu hören, mit wie viel du eigentlich gestartet hast. Und vor allem auf dem Weg, wo du, also ne, wie du gesagt, deine erste Produktion angefangen hast und diesen Weg gegangen bist, ist ja nicht so, dass es von heute auf morgen geboomt hat. Ja? Was war die schwerste Zeit, das Ding aufzubauen, wo es heute ist? Ja, aufgrund des hohen Preises schon zu Anfang war es natürlich schwer, erstmal in die Stores reinzukommen. Und du irgendwo hinfährst zum Händler und sagst, hier, ich habe einen geilen Schuh. Und die sagen dir, kenne ich nicht, Marke, weißt du, nee, wollen wir nicht. Und das hörst du dann 100 Mal, weißt du. Und viele geben dann auf. Und du musst halt fest an deine Träume, also die Kraft von allen ist sowieso Glauben. Ne? Das heißt, dann auch an dich selber glauben, an deine Träume glauben. Und irgendwann klappt das, weißt du, und dann irgendwann kommt ein Bräuninger, weil er Werbung gesehen hat von uns, irgendwie ein Künstler hat das angezogen, die haben uns dann angerufen, weißt du, und dann von einem Tag auf den anderen hat sich alles gewendet. Hammer. Geil. Ja, du bist dran geblieben.
Das ist die Kunst, die Resilienz oder die Resistenz zu haben, weiterzumachen, auch wenn man Misserfolge hat. Ne? Genau. Und weiter Gas zu geben und sein Ding durchzuziehen. Das macht einen Champion aus. Und nicht nach den ersten Absagen zu sagen, okay, will keiner, funktioniert nicht. Guck mal, das ist wirklich nur eine kleine Phrase im Leben, aber das ist wirklich der Unterschied zwischen Leuten, die es schaffen am Ende des Tages und die es nicht schaffen. Weil du hättest genauso nach den ersten Absagen, wo du hingehst, sagst, okay, die wollen mich nicht, weil die meine Marke nicht kennen. Und ja, damit sie deine Marke kennen, musst du auch erstmal bekannt werden. Um bekannt zu werden, musst du viel Geld ausgeben, was du in dem Moment ja gar nicht hast. Also wie zur Hölle schaffe ich das überhaupt zu diesem Punkt, dass sie mich wollen? Und der Key ist, du musst weitermachen. Du musst einfach weitermachen, musst wie ein Pitbull dranbleiben und Gas geben. Und das Bräuniger, und am Ende, ich finde das eine geile Story, weil am Ende haben die dich angerufen und haben zu dir gesagt, ey, wir wollen dich haben. Und vorher bist du zu denen gegangen und gesagt, nee, kennen wir nicht. Ja. Geil. Sehr geil, wirklich. Und Respekt dafür. Als du diesen Anruf bekommen hast, okay, dass du jetzt da reinkommen kannst, in Bräuniger. Ja? Ich meine, wer es nicht kennt, Bräuniger ist ein Luxus-Einkaufszentrum. Ja? Gibt es soweit in Düsseldorf und auch in anderen Städten? Ne? Ja, Stuttgart. Stuttgart, München, glaube ich auch. Nürnberg auf jeden Fall. Wie war das Gefühl für dich? Ja, mega. Ne? Also man kann das erst gar nicht so richtig realisieren, weil das war immer so ein Traum, da irgendwann reinzukommen. Ja, auf jeden Fall ein schönes Gefühl, ein Erfolgserlebnis. Und das sind so Ziele, man setzt sich ja Ziele, das war ein Ziel, man hat es erreicht. Und wichtig ist natürlich, dann musst du dir wieder neue, größere Ziele setzen. Es nimmt ja dann kein Ende, weißt du, jetzt sind wir bei Bräuniger und Schluss, wir gehen jetzt nach Hause, fertig, wir wollen ja noch mehr. Und das ist halt auch sehr wichtig, immer neue Ziele, immer hohe, sehr hohe Ziele, dementsprechend arbeitet man auch dafür. Wie realistisch erreichst du deine Ziele, die du dir setzt? Also wenn du sagst jetzt zum Beispiel, okay, setzt du dich hin am Ende des Jahres und sagst, okay, 2023 kommt, ich will dieses Jahr das und das an Umsatz erreichen, ich will das und das an Meilensteine erreichen. Und wenn das Jahr dann vorbei ist, zu wie viel Prozent hast du bis jetzt deine Ziele erreicht, die du dir gesetzt hast? Ja, eigentlich immer 100%. Aber ich setze mir jetzt nicht unbedingt so eine Timeline. Ne? Ich setze mir das fest und dann, wenn es kommt, dann kommt's. Und bis jetzt hat es immer geklappt. Okay, das heißt, es geht nicht nach der Zeit, sondern es geht quasi nach dem Ergebnis. Genau. Okay, sehr gut. Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil es ist ja wie eine Navigation. So, das eine ist, du hast kurzfristigen Erfolg, das andere ist, du hast langfristigen Erfolg. Kurzfristiger Erfolg kann kommen, indem du eine Sache machst, die funktioniert. Langfristiger Erfolg kommt dann, wenn du genau weißt, wo du hinfährst, wenn du dir genaue Ziele setzt. Genau wie du gesagt hast, du bist jetzt bei Bräuniger drin, okay, wie geht's weiter? Das ist dann jetzt nicht der Champion, sondern das ist der Unternehmer in dir, der dir sagt, okay, ich muss gewisse Meilensteine erreichen, um weiterzukommen. Genau. Und die zu erreichen. Und warum ich diese Frage so tricky gestellt habe, wie realistisch erreichst du die? Wenn du natürlich Ziele setzt, die man nicht erreichen kann, ja, dann macht es unternehmerisch wieder keinen Sinn. Macht vielleicht der Träumer in dir, ja, aber der Unternehmer in dir muss trotzdem realistische Ziele setzen. Und das ist auch wieder eine ganz feine Linie zwischen Glauben und zwischen Realität. Du kannst daran glauben, dass du es irgendwann, keine Ahnung, dass du irgendwann Milliardär wirst, aber realistisch gesehen musst du dir diese Etappenziele setzen, damit du überhaupt diese Erfolgserlebnisse hast und dahin kommst. Ja, der Unterschied ist, du glaubst daran und wenn du richtig fest daran glaubst, dann arbeitest du dementsprechend auch dafür. Weißt du, du gibst ja Gas dafür und dann schaffst du das auch. 100%. Liebst du, was du tust oder liebst du das Ergebnis daraus, aus dem, was du tust? Also nicht immer, ich liebe es nicht immer. Es gibt natürlich auch Parts, ich muss mich auch viel um den Business-Teil, Geschäftsführung etc. so ein bisschen kümmern. Das sind natürlich nicht alle Aufgaben, die mir liegen. Ne? Natürlich kreativer Part liegt mir. Leute kennenlernen ist immer schön, woanders. Ich bin ja jetzt in Dubai, einfach nicht nur um Urlaub zu machen, sondern um neue Kontakte zu treffen. Ich sehe hier viel Potenzial. Wir wollen hier auch irgendwann einen Flagship-Store eröffnen. Sind gerade in Gesprächen mit Level Shoes in der Dubai Mall. Das sind ja wieder so Visionen, die ich hatte, irgendwann in Dubai mal einen Store zu haben etc. Und so langsam fängt das alles an, Realität zu werden. Ja. Man kann nicht immer lieben, was man tut. Weißt du, man hört ja sehr oft, du musst das tun, was du liebst. Das ist Bullshit. Du musst das Ergebnis aus dem tun, was du liebst. Das heißt, du musst einfach diszipliniert sein, weil es gibt Tage, da hast du einfach gar keinen Bock, das zu machen, was du machen willst. Oder was du machen musst, besser gesagt. Aber du musst es einfach tun, weil du wirst das Ergebnis daraus lieben. Nämlich das Ergebnis, dass du dann am Ende genau diese Ziele erreicht hast, dass du
hoffentlich nächstes Jahr durch die Dubai-Mauer läufst und dann deine Schuhe in der Dubai-Mauer siehst. So, und das ist das Ergebnis daraus, was man am Ende liebt. Weil du bist, wie du sagst, du bist im Urlaub hier, aber trotzdem gehst du zu Terminen, bist trotzdem am Arbeiten, du nimmst trotzdem Meetings wahr, weil du am Ende das Ergebnis daraus liebst. Ich glaube, du würdest lieber den ganzen Tag am Strand chillen und am Strand liegen und die Sonne genießen. Wäre natürlich schöner, aber so kommt man halt nicht wirklich voran, was Geschäft angeht. Was ist dein persönliches Ziel, wo du sagst, okay, also vielleicht hast du es, vielleicht hast du es auch nicht. Was ist dein persönliches Ziel, wo du sagst, wenn ich da bin, dann habe ich es geschafft? Also in erster Linie ist mir natürlich Gesundheit das Wichtigste und dass ich glücklich bin. Also man muss ja natürlich auch immer versuchen, glücklich zu sein auf diesem ganzen Weg und auch wenn man diese Ziele erreicht, sich wirklich zu freuen. Aber natürlich habe ich jetzt auch ein Ziel, wo ich irgendwann finanziell stehen will. So mein großes Ziel, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben an, aber ich will Milliardär werden. Das ist mein Ziel. Also hört sich nicht übertrieben an. Also ich sag mal, vom Gerüstbauer zum Multimillionär habe ich ja schon mal geschafft. Von das daher, vom Multimillionär zum Milliardär könnte ja klappen. Könnte klappen. Ich wünsche dir viel Erfolg. Dankeschön. Und so wie ich dich kenne, das Brain, was du hast, das Unternehmertum, was in dir steckt, dein Wille, deine Ehrgeiz, du wirst das auf jeden Fall schaffen. Vergiss mich aber nicht, wenn du Milliardär bist. Ne? Okay, nicht, dass du dir noch andere Champions suchst. Eine weitere Frage, die ich habe an dich, ist, wie du mit Konkurrenten in deiner Branche umgehst. Jeder hat eine Konkurrenz in seiner Branche und jeder geht anders damit um. Der eine sieht das als Ansporn, der andere sagt, ich habe keine Konkurrenz, der andere nimmt sich Sachen raus, der andere hat so ein bisschen dieses Ellenbogen, ich muss die alle wegräumen. Wie gehst du mit Konkurrenz um? Ja, ich sehe nicht wirklich, dass wir Konkurrenz haben, weil ich verkaufe die Marke Leandro Lopez. Und es gibt ja keinen anderen, der die verkauft, so gesehen, außer meine Kunden. Das heißt, ich verdiene ja da auch Geld dran, wenn jemand anders Leandro Lopez kauft. Also Konkurrenz habe ich nicht wirklich. Es gibt natürlich andere Marken, aber wir haben ja unser eigenes Design, unsere eigene Vision. Vor allem mit unserem neuen Projekt jetzt sind wir ja so als führende, innovative Luxusbrand unterwegs. Das macht ja kein anderer, so wie wir das machen mit unseren Mining-Schuhen, die wir jetzt entwickelt haben. Von daher, ich sehe da keine Konkurrenz wirklich. Starke Antwort. Ich antworte auch immer dasselbe. Ich habe keine Konkurrenz. Und man hat mal Tiger Woods gefragt, ne, den Golfspieler, der Milliardär ist, ne, den hat man gefragt, wie gehen Sie mit Konkurrenz um? Und der hat gesagt, ich habe keine Konkurrenz. Ich bin meine eigene Konkurrenz und ich gucke, dass ich jedes Jahr besser werde, als ich letztes Jahr war. Geil, ja. Das ist meine Konkurrenz. Das motiviert einen auch. Ja. Weißt du, ich meine? Einfach jedes Jahr, und das ist mir so im Kopf geblieben, einfach, sehr du gut, musst ja. jedes Jahr besser werden, als du letztes Jahr warst. Das ist deine Konkurrenz. Ja, klar. Du hast ja nur Kopfschmerzen, wenn du guckst, was macht der andere und so. Was bringt dich? Das bringt dich ja nicht weiter. Das macht 100%. Dir nur Sorgen und Gedanken. Du verlierst den Fokus. Ja, genau. Du verlierst den Fokus, weil du guckst zu viel nach links und zu viel nach rechts und machst dir Gedanken, was macht der besser. Es gibt immer irgendetwas, was jemand anders macht, vielleicht auch besser macht, aber du musst die Energie auf dich fokussieren, auf dein Ding und das hochziehen. So, und alles andere ist uninteressant. Ist bei mir ja nicht anders. Gerade in Dubai, Haifischbecken. Ja, man muss an sich selber arbeiten. Ich sage ja auch immer so, du kannst andere Menschen nicht ändern, wenn du Meinungsverschiedenheiten hast. Du kannst nur dich deinem oder dich anpassen oder dich selber ändern, dann kommst du auch weiter, weil was bringt das? Wenn du jetzt deinen Gedanken hast, ich kann den ja nicht ändern in deinem Kopf. Ja. Weißt du? Und ich komme ja dann auch nicht weiter, weil wir ja nur diskutieren würden. 100%. Weißt du? Dann passe ich mich lieber an und der Weg geht weiter. Du erinnerst mich an eine gute Geschichte. Ich hab einen Mitarbeiter damals gehabt und war ein super Junge, aber irgendwie ging der mir auch immer auf die Nerven. So, der kam immer rein und seine Art hat mich genervt. Seine Leistung war top, aber seine Art und Weise, das hat mich so genervt. Und irgendwann habe ich mich so reingesteigert, dass ich kurz davor war, den zu kündigen. Und dann habe ich gesagt, na, warte mal ganz kurz. Der Junge macht eigentlich gar nichts falsch, das ist einfach nur seine Art. Du musst einfach akzeptieren, dass er so ist, wie der ist. Und du kannst den nicht ändern. Und ich schwöre dir, ab dem Moment, wo ich den so akzeptiert habe, ich sage, der ist einfach so, der nervt halt einfach, der ist einfach nervig, ist das für mich im Kopf auch einfacher geworden, den wirklich so zu akzeptieren. Ich weiß genau, wenn er reinkommt, der geht mir jetzt auf den Sack. So, ist halt einfach so, weißt du? Vorher dachte ich mir, boah, geh mir doch jetzt nicht auf den Sack. Was willst du denn jetzt wieder von mir? Weißt du? Und du, das ist 100% richtig. Du musst lernen, die Leute zu akzeptieren, so wie sie sind. Das ist für dich einfacher. Weil am Ende führst du ja nur den Krieg mit dir selber. Ja, genau. Du regst dich ja auf darum, dass der anders ist. Du regst dich darüber auf, dass der dir auf den Sack geht. Der regt sich ja gar nicht auf. Du bist ja der Gearschte. Ja. Das ist wie mit der Polizei in Deutschland, wenn die dich anhalten beim Autofahren.
Die wollen dir ja nur auf den Sack gehen. Ja? Führerschein, Fahrzeugschein, die wollen dir einen schlechten Tag machen. Wenn du dich dann aufregst, haben die gewonnen. Wenn du aber lächelst, hast du gewonnen. Meistens lassen dich weiterfahren und sagen, hab einen schönen Tag und so. Ja, das ist es. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Key. Wie definierst du Erfolg? Was ist für dich Erfolg? Also Erfolg in erster Linie ist natürlich für mich finanzielle Freiheit. Das ist mir sehr wichtig. Aber natürlich auch Anerkennung und Respekt. Ich kann ein gutes Beispiel nennen. Mein Opa ist damals verstorben, vor 15 Jahren. Wo ich gesehen habe, was wichtig im Leben ist, wenn du gehst und da kommen über 1000 Leute zu deiner Beerdigung, was bei uns nicht üblich ist. Also ich denke mal, bei euch im arabischen Raum ist sowas ja vielleicht schon normal, weil es halt viele Großfamilien, aber bei uns ja eigentlich alles kleiner. Und da kamen ja viele, die eigentlich gar nicht zur Familie gehören, weil die ihn einfach nur ehren wollten. Weißt du? Und da habe ich gesehen, okay, das ist am Ende das Wichtigste, dass du gehst und die Leute ehren dich, weil du ein guter Mensch warst, weil du die respektiert hast. Das ist für mich so am Ende der Erfolg, weil irgendwann gehen wir nehmen ja nichts mit an Materiellen. 100%. Ne, und das bleibt. Aber wenn du verstirbst und keiner kommt zu deiner Beerdigung, dann hat das irgendwas weiß. Also, ja, sehr stark gesagt, 100%. Also das ist definitiv Erfolg, wenn du gehst und etwas hinterlässt, deinen Namen hinterlässt. Weil du gute Sachen getan hast. Leute, die haben deinen Opa ja respektiert, weil er wahrscheinlich Dinge getan hat für die Menschen, weil er höflich war, weil er respektvoll war, weil er Leuten geholfen hat, weil er nützlich war, weil er da war, weil er für die Leute, für die Menschen greifbar war. Und Erfolg zu haben mit Geld ist eine Sache und Erfolg zu haben mit Menschen ist eine andere Sache. So, du kannst erfolgreich sein, du kannst Kohle haben, aber wenn dich keiner mag, bist du halt einfach nur ein Vollpfosten mit Kohle. Fertig. Wenn du aber ein wertvoller Mensch bist, bist du halt ein wertvoller Mensch mit Kohle. So, und ich glaube, das ist definitiv eine wichtige Lebenseinstellung, die man haben muss, dass man auch ein wertvoller Mensch ist am Ende des Tages. Dass man respektiert ist, dass man eine Anerkennung hat. Und das schaffst du ja. Respekt schaffst du ja nur, indem du ja selber an die arbeitest und immer wieder gewisse Dinge im Leben einhältst, die du halt eigentlich vielleicht nicht so gerne machen möchtest, aber du weißt, das ist jetzt der richtige Moment, das zu tun. Sehr schöne Antwort. Was mich noch interessieren würde, wäre, wie du dein Geld investierst. Das heißt, du hast ein Unternehmen, du machst Gewinn, aber was passiert dann damit? Lässt du dein Geld dort, investierst du dein Geld in deine eigene Firma? Was machst du für Investitionen und wie wichtig ist das, als Unternehmer Investitionen zu tätigen? Ja, Investitionen sind sehr, sehr wichtig, vor allem gute Assets zu haben, also das Geld richtig zu investieren, wo du natürlich dann auch Cashflow generieren kannst damit. Und also früher habe ich das nicht ganz verstanden. Ich habe immer dieses Buch Rich Dad, Poor Dad gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Kenne ich, ja. Das ist so für mich so einer der besten Bücher gewesen damals. Und da stand immer drin, du musst Geld arbeiten lassen und nicht selber arbeiten. Und ich habe das nie richtig verstanden damals. Und jetzt bin ich eigentlich in dieser Position, wo ich das tätige, weil ich halt in Firmen investiere, in Immobilien. Ich denke mal, den größten Teil meines Vermögens habe ich in Immobilien investiert. Und das Schöne daran ist, du holst hier OPM, also Other People Money von der Bank. Ne? Ein bisschen Eigenkapital musst du natürlich mitbringen, 10%, 20%, was auch immer. Und den Rest finanzierst du über 20 Jahre, 15 Jahre am besten, wenn es geht. Und die Mieter, die ja die Miete für dich bezahlen, zahlen ja das Haus ja ab. Ne, und ich sag mal, wenn das Haus in 15 Jahren abbezahlt ist, ich habe es heute als Beispiel für 1 Million gekauft, in 15 Jahren ist es vielleicht schon 2 wert aufgrund der Inflation. Das heißt, du verdoppelst dein Vermögen plus es zahlt sich von alleine. Ne. Wie bei Monopoly. Du kaufst erstmal die Straße, dann kaufst du das Haus und wer drüber läuft, muss bezahlen. Genau, ja, genau. Also eigentlich haben wir es schon sehr früh mitbekommen, haben es aber nie verstanden. Und ich weiß ja, dass du auch unabhängig von Immobilien investierst du auch in andere Projekte. Vielleicht kannst du mal dazu was sagen. Ihr habt selber auch ein eigenes Projekt, was sehr, sehr meiner Meinung nach ein sehr starkes Projekt ist. Ich kann es vielleicht dazu auch noch was sagen. Genau, ja, ich bin ja aktuell, ich glaube, in 11 Gesellschaften investiert. Und wir haben jetzt uns Gedanken gemacht für das Model-Label, wie wir innovativ auch uns abheben können und vor allem, wie wir die Blockchain, weil ich investiere auch in Krypto, ich investiere in Aktien, also Krypto bin ich durch Aktien reingekommen, weil ich immer viele News lese und dann hast du automatisch diese Krypto-News dabei. Ja. Und dann habe ich mich so beschäftigt damit 2018 und normalerweise investiere ich nicht in Sachen, die ich nicht verstehe,
leider, muss ich dazu sagen, weil ich glaube 2013 hat mir einer was von Bitcoin erzählt, da hat das Ding ein paar Euro gekostet und ich habe das einfach nicht verstanden. Wahrscheinlich konnte er mir das nicht richtig erklären. Und dann habe ich gesagt, Kollege, komm, lauf mal weiter, verarsch mal jemand anders. Ich dachte, das wäre irgendwie so ein Scam. Weißt du, leider war das erste Mal, wo ich davon gehört habe, hätte ich damals investiert, weißt du, wären wahrscheinlich jetzt ein paar Millionen auf dem Konto, nur durch ein paar Euro, die man investiert hätte. Ja, aber ist halt so. Und wie gesagt, also durch den Aktienmarkt, also durch Aktien, die ich kaufe, verkaufe und die News gelesen habe, dann habe ich mich mal mit damit beschäftigt, weil immer Krypto, Bitcoin, sowas steckt dahinter. Und es geht nicht um den Coin an sich, es geht eigentlich nur um die Technologie, weil das ist so das neue Internet, was jetzt kommt. Und wie wir jetzt, wir haben ja Web 2, wo wir jetzt drin sind, das heißt Influencer, Social Media Plattformen in Verbindung mit Online-Shops, das haben wir ja gut genutzt. Ne? Das heißt, wir machen Werbeanzeigen und haben dann ROAS von 4 oder 5, was auch immer, und generieren so Umsätze. Wir stecken 5 Euro da rein, kriegen 20 wieder raus als Beispiel. Das haben wir gut genutzt. Das nächste ist ja das Web 3. Und für mich das ist das sehr interessant, jetzt schon damit anzufangen. Und wir haben halt in unserem Projekt einen Mehrwert für unsere Kunden geschaffen. Das heißt, die Leute, die bei mir dann einen Schuh in Zukunft kaufen, die kriegen fürs Laufen echtes Geld, so gesehen, in Coins. Man kann das auch als Treuepunkte sehen. Also du musst das ja nicht an der Exchange wechseln, in Fiat, also Euro, Dollar, was auch immer. Du kannst auch damit neue Produkte einfach bei uns kaufen. Und wie das funktioniert, wir geben ja nun einen Teil unseres Umsatzes einfach wieder an unsere Kunden zurück, um einfach so die Community zu stärken. Sehr früh auf den richtigen Zug gesprungen, weil das meiner Meinung nach, du weißt ja selber, ich habe mit vielen Unternehmen zu tun, die zu mir kommen. Und die Zukunft ist definitiv eine Plattform und eine Bindung auch zu den Kunden zu schaffen, die sehr schwer oder andersrum, die viele große Unternehmen bis heute noch vergessen und vermasselt haben. Also diese Bindung zu den Kunden, dass die Kunden auch belohnt werden dafür, dass sie halt Kunde sind. Und mit so einem Projekt schaffst du das natürlich. Du sagst, du gibst ihnen einen Schuh und wenn die mit dem Schuh laufen, musst halt aufpassen, dass Usain Bolt nicht den Schuh hat, weil dann wäre der pleite. Ja. Aber ansonsten ist es natürlich ein geiles Konzept. Die Leute können damit Geld verdienen und können sich natürlich wieder Waren von euch kaufen. Es ist eine Win-Win-Situation und ihr geht mit der Zukunft. Weil ich glaube, dass wir auch gerade genau an der Mitte sind von der alten Welt und von der neuen Welt. Du kannst aber nicht nur in der neuen Welt leben, du musst halt den Link schaffen zwischen der alten und der neuen Welt. Genau. Die alte Welt ist zum Beispiel klassisch eure Fashion-Marke, Schuhe und so weiter. Die neue Welt ist halt diese Krypto, Social Media und alles, was dazugehört. Das Neue alleine kann nicht bestehen ohne das Alte. Und wenn du halt da einen Link schaffst, was ihr geschaffen habt, genau, mit diesem Projekt, dann bist du ganz weit vorne. Genau. Wir haben ja echt die echte Welt mit dieser Technologie, genau, gekoppelt. Ne? So die meisten Projekte, die es gibt, das ist alles nur irgendwie digital, ja, virtuell und bei uns ja nicht. Also du kaufst ja echt einen echten Schuh, den du anziehen kannst und nicht irgendwie so ein NFT. Ne? Also NFTs gibt es bei uns auch, aber das ist bei mir nur ein Echtheitszertifikat. Also wenn du bei mir einen Schuh kaufst, kriegst du dieses NFT geschenkt. Wofür andere, keine Ahnung, für so ein Affenbild Geld bezahlen. Ja. Was die auch immer damit machen, keine Ahnung. Aber bei mir ist das halt nur als echter Zertifikat. Dann weißt du, du hast ein echtes, originales Leandro Lopez-Produkt. Kein Fake vom Bazaar. Ne, das kennen wir ja bei den großen Marken. Das ist ja ein Riesenthema, Plagiatsthematik. Zum anderen hast du auch da drin die Transparenz des Produktes. Das heißt, du kannst die Zertifikate von den Leder aufrufen, von den Sohlen und alle anderen Komponenten. Du kannst dir ein Video angucken, wie der Schuh in Portugal von erwachsenen Menschen produziert wird. Keine Kinderarbeit. Stark. Dafür nutze ich ein NFT, also da sehe ich den Mehrwert da drin. Ja, besser kann man es nicht machen. Also es ist genau das, was ich gesagt habe. Ich bekomme viele Anfragen von vielen Unternehmen, die auch teilweise versuchen, in diese neue Welt einzusteigen. Aber ohne, dass du nicht den Link schaffst zu der alten Welt, ist das für mich nicht interessant, weil das kann ja jeder aufsetzen. Ne? Also einfach einen neuen Coin oder einen neuen Token oder irgendein Projekt dahinter knallen, irgendwelche will. Das kann ja jeder machen. Aber wirklich in der realen Welt etwas zu schaffen und das dann so aufzusetzen, dass es zusammenpasst, das kann halt nicht jeder. Da muss was dahinter sein. Ja, ne? Ja, der Token, es geht ja nicht nur um den Token. Der Token muss ja irgendwie Utility sein, der muss ja Nutzen haben, weil sonst funktioniert das Ganze ja nicht. Und bei uns natürlich das Schöne, wir sind ja schon eine Firma, wir machen ja schon Umsätze, der Kreis schließt sich ja. Na, wir verkaufen echte Produkte, generieren damit Umsätze, wachsen. Und das Geld kann ja wieder zurückfließen, weil sonst, wenn der Kreislauf sich nicht schließt, du kannst ja nicht nur Gelder einnehmen, die meisten, meisten Projekte, die nehmen irgendwelche Investoren Gelder ein und dann passiert ja nichts. Ja. Die machen ja nichts, die verkaufen nichts, die machen keine Dienstleistung, also es sind ja keine Einnahmen da, wo Geld wieder zurückfließen kann und Wachstum generiert werden kann.
Vor allem sind das auch Projekte, die basieren ganz einfach aus dem Grund, weil sie Geld machen wollen. Und da steckt jetzt nicht irgendwie eine Vision dahinter oder jemand dahinter, der etwas aufbauen will. Das ist ja wieder was ganz anderes. Du machst das seit Jahren, bist seit Jahren dabei, du stehst mit deinem eigenen Namen dahinter. Ne? Wie hieß nochmal diese Marke? Das war doch diese Babynahrung. Hip. Hip, ja. Genau, wo er sagt, ich stehe mit meinem Namen dahinter. Du stehst ja auch mit deinem Namen dahinter, Leandro Lopez. Und wie du gesagt hast, auch vorher, für dich ist es wichtig, dass du am Ende Respekt und Anerkennung in deinem Leben aufbaust und schaffst und nicht kommst oder gehst, wie du gekommen bist. Das heißt, dass am Ende des Tages sich keiner an dich erinnert, sondern du willst ja positiv bei den Menschen im Kopf bleiben, bei den Menschen im Herzen bleiben. Und genau. Daran, an diesem Charakter erkennst du ja schon, dass du etwas aufbauen willst, was langfristig bestehen sein soll. Wahrscheinlich auch, nicht wahrscheinlich, ich gehe davon aus, für deine Kinder, für die nächste Generation etwas aufzubauen. Genau. Und das ist auch eine Sache, die was gleichzeitig eine Frage auch, aber auch eine Aussage ist, die dir natürlich bestimmt auch den Antrieb gibt. So viel zu machen und so viel Gas zu geben, muss immer ein Warum sein. Was ist dein Warum, warum du das tust? Ja, meine Kinder sind natürlich einer der wichtigsten Gründe. Eigentlich hat mir so mein erster Sohn, ich bin ja sehr jung Papa geworden, mit 19 schon. Und das hat mir eigentlich so den Antrieb gegeben, so richtig Gas zu geben, weil ich will ihnen ja was bieten. Ne? Vorher, was habe ich da gemacht? Ein bisschen rumhängen mit Jungs, keine Ahnung, Kaffee gehen, abends ausgehen. Ne? Und dann, mein Leben hat sich komplett geändert, nachdem ich Papa geworden bin. Ich habe gesagt, ich muss jetzt arbeiten gehen, ich muss Geld verdienen, ich muss dir was bieten. Weil sonst, vor allem dann, wenn du auch heiratest etc., du bist ja nur ein richtiger Mann, wenn du deine Frau, deine Kinder, deine Familie was bieten kannst. Na, ich kenne viele halt, die gehen arbeiten, verzocken das ganze Geld. Weißt du, für mich ist das so, wie kannst du sowas machen, Mann? Und ja. Deine Kinder, deine Frau, Alter, muss irgendwo betteln gehen, damit die deinen Kindern was zu essen geben kann. Nur weil du dein Geld im Automaten schmeißt, das ist so für mich unbegreifbar. So, das 100%. Also du bist auch erst dann ein richtiger Mann, nicht wenn du für dich selber dich tragen kannst, sondern wenn du andere tragen kannst. Das macht einen Mann aus. Wenn du deine Familie tragen kannst, deine Frau, deine Kinder, deine Eltern, die Menschen, die dich umliebst, das macht einen Mann aus, der Verantwortung für andere Leute tragen kann. Und wir kennen uns schon vorher und du weißt genau, dass ich deine Prinzipien sehr, sehr schätze. Und jetzt gerade kommt es natürlich noch mehr zur Geltung. Ich finde es schön, dass du das auch alles aussprichst. Und ja, ich finde, das waren sehr, sehr interessante Antworten von dir. Es war ein geiler Talk. Und ich würde sagen, an der Stelle kannst du vielleicht nochmal den Leuten da draußen mitgeben, die so gerade auf dem Weg sind, vielleicht auch sowas Ähnliches wie du aufzubauen. Muss ja nicht eine Fashion-Marke sein, es kann auch was sein, ob es E-Commerce ist, ob das überhaupt ein Produkt ist, das man rausbringen will und du vielleicht auch gerade in dem Punkt bist, ja, ich brauche viel Kapital. Hier habt ihr eine Story von einem Champion, der es mit 10.000, 11.000 Euro bis ganz nach oben geschafft hat und der immer noch weitergeht. Sehr, sehr wichtig. Was kannst du den Leuten da draußen mitgeben? So als erstes, um nochmal das Gespräch von gerade abzuschließen, also wichtig ist natürlich, dass man glücklich dabei ist und glücklich wird man eigentlich nur, wenn du andere Menschen glücklich machst. Das heißt, wenn du deine Frau glücklich machst, deine Kinder glücklich machst, dann bist du automatisch glücklich. Das ist sehr wichtig, aber jetzt, was Erfolg angeht, als erstes hohe Ziele setzen, fest dran glauben, dann arbeitet man auch dementsprechend dafür. Und viel, viel lesen. Also euer Kapital ist im Kopf. Also ihr müsst euch viel informieren, viel lesen, viel Recherche machen und dann wird das auch was. Und Gas geben, hustlen. Dazu ist nichts hinzuzufügen, außer danke, dass du gekommen bist. Du bist ein wahrer Champion. Danke fürs Champions Talk. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie euch dieser Talk gefallen hat, ob ihr vielleicht noch Fragen habt. Vielleicht schaffen wir es ja, den Leandro beim nächsten Mal wieder reinzuholen. Der ist ja öfters in Dubai, macht gerne Urlaub und Geschäfte. Wie er generell zu dem Thema steht, aus Kapital etwas zu schaffen, aus einem Gerüstbauer, ein Multimillionär und inshallah ein Milliardär. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.